Auf fernen Reisen ist es manchmal nicht geheuer. Ganz ungewollt gerät man in ein Abenteuer. Man wird beraubt, man wird entführt, man wird geschröpft, entkleidet, aufgefunden oder gar geköpft. Der Reiseproviant ist weg, Organe sind entnommen. Man fragt sich, Mensch, wie konnte es so weit kommen? Und selbst vor Künstlern macht das Unglück keinen Halt. Ob in Timbuktu oder Westerwald. Grad neulich hörte ich von einem deutschen Sänger, dem wurde die Schlinge um den Hals gefährlich enger. Er war in Urlaub bei den Südseeheiden oder im Kongo, wer kann das schon unterscheiden? Er ging spazieren unter Palmen dort am Strand. Da kamen Leute barfuß angerannt. Er dachte noch, das wäre ein Volkstanz der Molukken. Da fingen sie schon an, auf ihn zu spucken. Das ist nicht schön, das ist kein gastfreundliches Treiben. Sie schafften gar, ihn mit Muskatnuss einzureiben. Es kam der Häuptling und im Voodoo-Dialekt sprach er grammatikalisch nicht korrekt. Porongarabe Maxeimahu schone Petze. Gestatten Sie, dass ich das übersetze? Du bist der wohlgenährte, lustige Max Rabe. Wie wär's, wenn ich mich heute an Sie labe? Da antwortete Herr Rabe wohlgemut: Herr Präfekt, Sie sprechen falsch, das ist nicht gut. Es heißt an Ihnen, nicht an Sie, und überhaupt, was soll die Fessel? Ich steige nicht von selbst in Ihren heißen Kessel. Ich hab gebucht, pauschal, jetzt machen Sie nen Punkt. Ich sparte nämlich die Reiserücktrittsversicherung. Doch heute gibt es in der Sache ungeklärte Fragen. Die Tagesschau hat die Geschichte unterschlagen. Ich bin betroffen und das hat mich echt geschlaucht. Ich glaub, der Rabe ist nicht wieder aufgetaucht. Die Kannibalen wollten ihn zersägen. Es tut mir ehrlich leid um den Kollegen.